In Teilen Südfrankreichs herrscht nach schweren Unwettern weiter der Ausnahmezustand. Mindestens 11 Menschen kamen im Departement Aude ums Leben, die meisten von ihnen in der Stadt Trèbes. Dort erreichte das Hochwasser zeitweise einen Stand von 7 Metern. Eine so schlimme Überschwemmung hat es im Audetal seit fast 130 Jahren nicht gegeben. In der Nacht zum Montag fiel dort innerhalb weniger Stunden so viel Regen wie sonst in einem halben Jahr. Mehrere Gemeinden wurden evakuiert. Zahlreiche Straßen sind überflutet, einige Schulen geschlossen. Entwarnung gibt es noch nicht. Die Einwohner des gesamten Departements sind zur Vorsicht aufgerufen. Ihnen wird geraten, zu Hause zu bleiben und ihre Autos nicht zu benutzen. Frankreichs Innenminister Edouard Philippe lobte die Arbeit der rund 700 Rettungskräfte.